Okay, Internet, YouTube, zurück bei Fallout Lonesome Road. Okay. Ich muss hier raus. Ich muss fliehen. Und ich muss nur den Weg finden. Und das sollte mein größtes Problem werden. Eddie ist immer hinter mir. Gott sei Dank hat er mir dieses Extra gegeben. Dafür, dass er immer hinter mir ist. Wow, hier. Ah, 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 ah. Böser. Ding. Tunnelgräber, genau. Wollte ich schon. Meine Maus. Hier. Haha, das tat weh. Alright, da braucht jemand Aspirin. Daneben. Okay. Ich treffe mit dem ja überhaupt nichts, wenn ich... Warte, warte, warte. Zeig mir nicht deinen Arsch. Ja, das 5, das... Na, okay. Dann nehme ich das. Splash, splash. Gut gemacht, Eddie. Gut. Ah, nee, Radioaktivität, Radioaktivität. Weg, 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 weg. High Road. E. Okay. Ich hab E gedrückt, dankeschön. Da bist du ja endlich wieder. Ja, sorry. Wusste, dass der Bär schwer zu töten sein würde. Ha, du und deine Maschine. Ihr habt also überlebt. Schlaumeier. Die Luft hält eine Lektion bereit. Wie die alte Welt Wege ebnete und Absichten verfolgte. Die Republik könnte etwas lernen, würde sie zuhören. Sie wollen immer das Richtige tun und schaffen es doch nie wirklich. Vielleicht hast du es schon gesehen. In Nipton oder anderswo. Du kennst also einen besseren Weg. Zumindest versuchen sie, der Mojave zu helfen. Kennst du einen besseren Weg? Ja. Und jeder Kurier könnte dir dasselbe sagen. Man sieht ihn überall, den Bären. Der Bär ist zu sehr dabei, die Mojave mit Messern, Straßen und Grenzen zu teilen. Er sieht die Welt, wie sie sein sollte und nicht, wie sie ist. Sind weit verstreut, können die Front und die Städte nicht beschützen. Denken, dass Papier Macht und Funk Kontrolle ist. Alles nutzlos. Das ist jetzt auch egal. Der Bär konnte die Kluft nicht halten. Du und diese Maschine seid alles, was von RNK hier übrig ist. Der Rest ist der Strahlung und dem Feuer zum Opfer gefallen. Und dem, was unten gräbt. Redest du jetzt von diesen Kreaturen? Tunnelgräber. Raubtiere, die sich hier ihre eigenen unterirdischen Straßen graben. Die Kluft hat ihren Himmel zerstört und ihnen die Welt darüber gezeigt. Und den Geruch neuer Beute. Sind ein langsamerer Tod für die Mojave als Bomben und Feuer. Aber sie holen sich die Bewohner so, wie sie es am wenigsten erwarten. Von unten. Wow. Sie wurden womöglich durch atomare Waffen geschaffen und durch Bomben und Beben nach oben getrieben. Das ergibt Sinn. So sieht es jedenfalls aus. Passt auch zur Historie dieses Ortes. Zeichen gab es hier schon eine lange Zeit, vor den Gezeichneten. Bevor die Geschehnisse in der Kluft ihren Himmel zum Einsturz brachten. Falls ja, waren sie sehr tief begraben. Wurden vielleicht geboren, als sich Amerikas Asche langsam legte. Habe schlimmere, verstrahlte Dinge gesehen. Aber nein, ein Pünktchen! Diese gezeichneten Hopewell. Manche trugen komische Masken und fremdartige Schwerter. Oh, ich habe noch 20 Auswahlmöglichkeiten. RNK, die Soldaten gehörten nicht zu RNK. Ganz sicher. Warum waren sie bei der Legion? Gut erkannt. Keine Sammler. Das trugen sie, bevor dies alles geschah. Schmerz erschafft seltsame Verbündete. Der Hass des Bären und des Bullen auf dem Schlachtfeld hat sich gegen die Kluft gewendet. Wenige überleben. Viele RNK waren schon hier, als die Zerstörung geschah. Haben die Straße nach Osten freigehalten. Aus Angst vor Caesar. Angst vor der Legion.
Aaron Cardian wollte mit diesem Versorgungsweg die Mojave stärken und den Hoover Staudamm. Vom Damm, diese Mauer der alten Welt. Der Bär. RNK durfte ihn nicht so leicht erreichen. Long 15. Kanaan. Beides schlimm genug. Campbell. Caesar. House. Man könnte glauben, ihre Welt bestand nur aus dieser Mauer, die den Colorado staut. Hätte ich nie darüber gesprochen. Aber als sie gefunden war, sah Caesar nichts anderes mehr. Die Mauer und die Flagge dahinter. Ein Symbol und für ihn eine Herausforderung. Und die Kluft, eine der Straßen dorthin. Die Legion hatte den Auftrag, diese Verkehrsader abzuschneiden. Der Bär sollte langsam ausbluten. Diese Art des Mordes ist ganz typisch für jedes Mitglied der Legion. Jetzt ist die Kluft Geschichte. Diese Gegner zeichnen Hopewell. Manche trugen komische Masken. Okay. Ja, Aufzeichnung von dir gefunden? Die Bänder. Hätte nicht gedacht, dass die gefunden werden. Ha! Du kennst die Kluft besser, als ich dachte. Zufall. Hatte die Technik aus der großen Leere. Den Rekorder von einer Frau. War schon ziemlich klapprig und hat die Reise nicht überstanden. Ich habe den Rekorder und die Bänder weggeworfen. Waren keines meiner Worte wert. Ich vergesse eh nicht, was geschehen ist. Wenn du sie angehört hast, alles nur Gerede. Erinnerungen für einen Mann, der sie nicht braucht. Gibt sicher noch mehr von hier bis zur Kluft. Sprache! Du hättest diese Nachricht nicht aufgezeichnet, wenn sie dir nicht wichtig wären. Vielleicht nicht. Wer kann das schon sagen? Du vielleicht. Du hast sie gefunden und gehört, nachdem ich sie weggeworfen hatte. Vielleicht hatte das alles einen Sinn. Falls sie wichtig sind. Falls Geschichte wichtig ist. Naja, wir werden es am Ende schon sehen. Wenn das die High Road ist, wo führt sie dann hin? Am Ende der High Road liegt Ashton, Kutcher. Sein Silo. Ashton Kutcher Silo! Diese Maschine bei dir, sie kann es öffnen, aufwecken, wie das in Hopewell. Wahrnehmung! Du scheinst meinen Roboter wirklich zu hassen. Hass? Nein. Metall, Stahl, Gold kann man nicht hassen, auch nicht Platin. Deine Maschine, sie ist nur ein Werkzeug aus Wrackteilen der Kluft. Aus allem, was hierher gebracht wurde. Puh, mich nicht zu töten, was? Warum? Hast du geschworen, mich nicht zu töten, warum? Du kennst das Warum. Nein. Falls nicht, ich kenne es. Und das reicht. Ja. Zeigt, dass Vertrauen nicht zu weit Richtung Westen wandert. Du hast was Besseres verdient, weil du so weit gekommen bist. Wir gehen denselben Weg. Tragen dieselben Farben. Ich will die Straße nicht rot färben. Wenn du mehr wissen willst, geh zur Kluft. Je näher du deinem Zuhause kommst, desto mehr Antworten erhältst du. Und diese Maschine. Die Straße, für den es niemand Land in der Kluft gibt, ist nichts. Hier bin ich noch nie gereist, zumindest nicht. Ja. Viele in der Mojave glauben, dass die Kluft nur aus einer Schlucht und Stürmen besteht. Das war nicht immer so. Es gab mal Leben, eine Stadt, weiter westlich. Ich meine keine alte Weltstadt wie Hopewell. Viel neuer. Du hast sie schon gesehen. Hab ich? Sie trug auch den Namen Die Kluft. Sie war eine Straße aus dem Westen in die Mojave. Eine Versorgungslinie. Nicht nur Risse in der Erde. Für diese Straße war ein Kurier nötig. Du. Damals hast du die Straße mit dem Blick nach Osten gesehen. Die Kluft liegt in der anderen Richtung. Und wenn du sie erreichst und deine Augen versuchen, alles zu verstehen. Zu Hause ist nicht mehr das, was es mal war. Puh, weshalb denkst du, dass diese Straße nach Hause führt? Du meinst also, ich wäre auf dieser Straße schon einmal vom Westen meiner Heimat in Ost gelaufen? Blablabla. Alle Straßen führen wieder nach Hause. Ach, Quatsch. Vielleicht nicht zu deinem Geburtsort, aber nach Hause. Okay, in deinem Zuhause wirst du nicht in die Welt geboren.
hast du mir beigebracht. War ein Teil deiner Nachricht, ob du das so gemeint hast oder nicht. Kann ein Ort in deinem Geist sein. Ein Moment, in dem du weißt, wer du bist. Die Geschichte. Und es können Orte sein, denen du Leben einhauchst. Ohne dich hätte ich nie von der Kluft erfahren. Durch den Weg, den du wieder und wieder mit deinen Spuren hinterlassen hast. Nur du warst gewillt, die Reise hierher und zurück anzutreten. Ein harter Weg. Hast das Land vor der Kluft jahrelang am Leben gehalten. Das kann nicht nur ein Job gewesen sein. Es hat dir mehr bedeutet. Man hat nicht so viele Gefühle für einen Ort, wenn man dort nicht zu Hause ist. Boah, ich bin in der Mokave und auch zuvor viele steinige Wege gegangen. Das bedeutet aber gar nichts. Das bedeutet alles, auch wenn du es abstreitest. Es zeigt, wer und was du bist. Beweist, was hier geschehen ist. Du hast durch deinen Weg die Kluft am Leben gehalten. Sie ist aufgrund deiner Taten gewachsen. Siedler, Lager, die alte Weltstadt füllt sich. Chance auf eine neue Nation, einen neuen Anfang, eine neue Denkweise. Hättest der Mojave neues Leben geben können, eine Brücke zwischen Ost und West schlagen. Aber nicht mit etwas aus der alten Welt. Mit etwas von dir. Du bist immer noch dabei, Mutmaßungen anzustellen. Nein. Ich rufe mir nur die Geschichte ins Gedächtnis. RNK hat den Wert deines Weges erkannt. Hat Anspruch erhoben, ob erwünscht oder unerwünscht. Wie überall in der Mojave. Und wo der Bär versucht, am Leben festzuhalten, kommt die Legion. Mit Nachrichten. Einige wurden durch Klingen überbracht. Andere durch Kuriere. Du wusstest, was kommt. Und ich weiß auch, was dir bevorsteht. Dieses Mal trägst du die Last. Geh Richtung Westen in die Sonne. Und geh weiter, bis sie untergeht. Dort werde ich auf dich warten. Puh. Ich habe jetzt schon vergessen, was er mir alles erzählt hat. Willkommen auf Stufe 41. Warum ist hier ein... Ich hatte doch mehr auf 100. Warum ist... Habe ich irgendwas an, was... Oh Mann, hier ein Pünktchen. So, hätten wir das wieder erledigt. Hätten wir das auch wieder erledigt. Und das will ich. Oh verdammt, reparieren. Egal. Nahkampf interessiert mich ungemein. Zack, 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 zack. Alright. Fertig. Alright, Eddie, das war ein langes Gespräch wieder mal. Oh, die Sonne. Oh Gott. Die Sonne, die blendet. Ist das dein Handy schon wieder, Eddie? What the f... Wow, 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 stopp, 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 stopp. Stopp, ich drück die falsche Taste die ganze Zeit. Mein lieber Ghoul. Mein lieber Ghoul. Mein lieber Ghoul. Gut, haben wir noch jemanden getötet zum Abschluss? Zum Abschlitt. Zum Abschlitt. Abschluss. Aber okay, was hast du aufbereitet? Das? Oh ne. Für mich gibt es keine Gefahr. Nur für andere. Hey, komm. Hey, komm. Bestie. Lächerlich. Okay, einen Augenblick. Einen Augenblick. Du wirst noch dann glauben. So sieht's nämlich aus. Maschinengewehr. Das hat gar nichts gebracht. Wunderbar. Na, pass auf, was jetzt passiert. Ich schieße daneben. Oh man, wir hätten diesen Part so schön beenden können, aber nein. Na, du lebst noch. Na, komm schon. Eddie, es ist nicht so, dass ich dir nicht helfen will. Ich treffe noch nicht. Jetzt, die Bestie ist tot.
Das ist ein verdammtes Handy. ID. Ach, das ist ein Sturm. Okay. Ich stecke fest. Okay, dann schauen wir uns noch an, was der Typ hier zu bieten hat. Die Bestie. 10mm Patrone. Gesichtshelm der gezeichneten Bestien. Kritische Treffer plus 2. Das interessiert mich ja gar nicht. Ich habe hier eine Ding, oder? Zack, zack. Maschinengewehr. Interessiert mich nicht. Und die Rüstung. Interessiert mich nicht. Steampack interessiert mich. Speicher, Bitch. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Das war ein langes Gespräch. Schon wieder mit dem Kurier, der eindeutig absolut verrückt ist. Und ich komme hier seitlich elegant vorbei. Was? Ich schaue mir gleich die Kisten an. YouTube, tschüss.